Nicht vier, sondern drei. Das literarische Terzett hat sich gesucht und gefunden. Nur das Publikum fehlt noch. In einer geselligen Runde auf der Bühne des Theaterpädagogischen Zentrums in Lingen wollen die drei über Bücher diskutieren. Eine Premiere war bereits geplant, musste aber Corona-bedingt auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Wir haben uns überlegt, vielleicht das im Jahr 3,5-4 Mal zu machen. Ja, und dann so eine gewisse Kontinuität auch zu entwickeln. Und das Prinzip, der Gedanke ist der, jeder von uns sucht sich ein Buch heraus, von dem er meint, dass er darüber etwas sagen will. Wir wissen aber voneinander nicht, was der andere über dieses Buch denkt. Wir lesen zwar alle drei, lesen wir diese drei Bücher, und dann werden wir wirklich unvorbereitet, ungeplant in die Diskussion gehen. Und das kann schief gehen, es kann aber auch hochinteressant sein. Und es soll ja auch einen Unterhaltungswert haben, diese Veranstaltung. Das literarische Terzett. Drei Bücherwürmer, die eine Bühne für ihre Leidenschaft gefunden haben. Wann das Publikum aber zu ihnen finden kann, ist ungewiss. Sobald ein Termin feststeht, werden sie auf unserem Newsportal informiert. Vielleicht noch Zeitungen, Zeitschriften, aber mehr gab es nicht.